Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4 und entweder habt ihr jetzt zwei oder drei Folgen gesehen, die etwas anderes gezeigt haben, oder aber wir setzen jetzt hier einfach an. Ich komme damit nicht ganz so klar, dieses Ganze, wir sind jetzt verstritten. Ich werde dieses perfekte Ende, was ich mir mal vorstelle oder was mir vorschwebt, werde ich nicht erreichen können in diesem Spiel, weil du dich ja für eine Fraktion nun mal entscheiden musst. Das heißt, ich kann leider nicht alle Fraktionen dazu bringen, in Frieden miteinander zu leben, ihr Wissen, ihre Ressourcen miteinander zu teilen, das Commonwealth wieder aufzubauen. Das wird es hier wohl nicht geben, also muss ich damit leben, was ich kriegen kann. Und was ich jetzt noch nicht möchte, ist nach der Schlacht von Bunker Hill mit allen schon im Clinch liegen, weil wir waren jetzt bei der Railroad und wir haben von der Railroad schon Quests bekommen, die das Institut betreffen. Gut, bei Minutemen, das habe ich wahrscheinlich verpasst. Dann hätte ich eventuell über Sturges ins Institut kommen können. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, die Railroad gehabt und die Bruderschaft will ich nicht komplett ausschließen, weil mich das auch schon interessiert, was die da für Aktien drin haben. Ich hoffe jetzt mal, ich werde niemanden bloßstellen. War hier nicht der Captain? Hat der irgendwas für uns zu tun? Mal kurz überlegen. Also ich werde dir nicht Arcadia oder sowas melden. Gib Bescheid, wenn du eine weitere Mission annehmen kannst. Ja, sag mal an, was hättest du denn für mich? Sag mal. Was genau muss ich tun? Dir wird ein Knappe zugeteilt. Er oder sie folgt dir überall hin. Führung durch Vorbild, wenn du so willst. Gemeinsam bekommt er einen Ort zugeteilt, um abnormale Wesen zu beseitigen. Ghule, Zöns, selbst diese wahnsinnigen Kinder des Atoms. Das ist einfach und effektiv. Also, bist du dabei? Ja, wir gucken mal. Ich helfe gern. Ausgezeichnet. Einer der Knappen erwartet dich. Wir haben guten Beispiel voran. Sprich mit dem Knappen der Bruderschaft. Oh Gott, wo die doch alle bei mir sterben, ey. Ausgeburten macht. Oh, ich weiß schon, warum ich die Bruderschaft nicht mag. Das Doofe ist eben halt, dich mag ich. Das Doofe ist eben halt, es gibt so ein paar, ne, die würde ich da gerne rausziehen. Halen würde ich da gerne rausziehen. Reese ganz bestimmt nicht. Wo war denn nochmal der kleine Dickkopf? Positionskorrektur wird aufrechterhalten. Nö. Schubtriebwerke stabil. Wo ist er denn? Ja gut, das können wir immer noch machen. Ich guck mal, was die jetzt vorhaben. Dann gehen wir wieder aufs Flugdeck. Wir schauen mal. Ich will es mir noch nicht komplett verderben. Sicherlich brauche ich die Levelpunkte nicht unbedingt mehr, aber wir haben noch nichts über, wie gesagt, über den Stand der Bruderschaft zum Institut. Das weiß ich. Ist ja keine Gefangene gemacht. Ihr macht auch keine Kompromisse, das ist das Problem. Wo müssen wir denn hin, um uns mit einem Knappen zu treffen? Sprich mit dem Knappen der Bruderschaft. Der ist doch bestimmt an Bord, oder? Nö, ich sag mal, der muss unten sein. Mensch! Dancy, weißt du, was das heißt? Wir beide fliegen mit einem Vertibird. Yay! Oh Gott. Naja, die werden das aber schaffen, von hier oben bis da unten kommen, oder? Ohne abzuspringen, abzufallen, dass irgendwas passiert. Bitte, bitte, kann ich das überleben? Kann ich hier einsteigen? Ja, Flughafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Okay, mit dem Knappen der Bruderschaft sprechen. Da hinten irgendwo. Im Moment gibt es nichts Neues zu melden, Ritter. Prima. Unsere Knappen schicken Sie nicht oft in den Einsatz. Oh Gott, das klingt nach einem Kind. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Warte, warte, warte. Komme. Meine Liste an Wartungsarbeiten wird einfach immer länger. Hier, Proctor Ingram zum Beispiel. Dann mag ich den, der auf der Pritwin drauf ist, der die Dings macht. Die Miezekatze vom Doktor. Ich mag einige der Bruderschaft, mag ich, aber den Rest, die haben einen so verqueren. Ich frage mich, warum nicht jeder hier. Du bist doch noch ein Kind. Was soll ich denn mit dem Kind? Melde mich zum Dienst.
Okay. Bleib in meiner Nähe, Frischling. Dann passiert dir nichts. Jawohl. Hier ist das Zielgebiet. Mit dem Kind soll ich dahin? Ich soll mit einem Kind dahin? Im Ernst jetzt? Was ist falsch mit euch? Das ist ein Kind. Okay, wo sollen wir hin? Oh Gott. Was ist los mit denen? Ja, natürlich. Das ist auf Fahrhaber. Natürlich ist das auf Fahrhaber. Gut, was wird Dance sagen? Dance, wir machen Urlaub auf einer Insel. Ja? Wir beide, das Kind können wir dann spielen schicken. Keine Ahnung, ich muss einfach mal ein bisschen raus aus dem Ganzen. Also das mit der Schlacht an Bunker Hill, wo jeder gegen jeden gekämpft hat. Und dann ging es ja auch anscheinend schon in die Vollen, dass wir dann eben halt die Bruderschaft gegen uns gehetzt hätten. Das wird sich sowieso noch früh genug ergeben, aber ich musste da jetzt mal ein bisschen raus. So, das ist auch kein Rauszögern. Sonst müsst ihr halt warten, bis ich das Let's Play von Fallout 4 beendet habe, so in 5 Jahren oder so was. Und dann könnt ihr diese Folgen überspringen. Aber das gehört für mich auch mit dazu. Also man muss auch dann sich beim Spielen weiterhin wohlfühlen. Und das ist überhaupt nicht meins, dieses, ich würde so gern alle an einen Tisch setzen und sagen, Leute, kommt mal runter, schaut euch das an, was möglich ist. Ich glaube es nicht. Okay, wo ist das denn hier? Die Therme. Ja gut, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass es eventuell keine Kinder des Atoms oder Synths sind. Das soll mir recht sein. Da waren zuletzt Supermutanten drin. Machen wir mal Schnellreise hin. Oh Gott, mit dem Kind, ey. Es ist so... Entschuldigung, aber er spricht so viel gegen die Bruderschaft für mich. Das Institut auch. Es sind aber alles so Schwarz-Weiß-Sachen. Ne? Schwierig. Und dann wiederum frage ich mich, warum solche Menschen wie Halen und na gut, Ingram ist auch so ein so ein Alteingesessener. Aber trotzdem, die sind noch irgendwie, die fallen noch irgendwie positiv auf. Die anderen sind so verblendet. Captain Kells, Maxen sowieso und es sind Supermutanten. Oh Gott! Schützt das Kind! Hallo? Danke? So, bloß du, dass dem Kind nichts passiert, ja. Nein! Danke! Joi! Wir müssen auch noch rein, ne? Weiß nie, was man findet. Mhm. Dem Kind geht's gut. Dem Kind geht's gut. Okay, cool. Nein, jetzt habe ich schon wieder Knochen eingesammelt. Ich will auch keine Knochen einsammeln. So, jetzt werden wir sicherlich rein müssen. Gut. Schnell speichern. Du bleibst bitte im Hintergrund, Freundchen, ja? Oh Gott, ich habe schon Probleme mit den Gelehrten. Jetzt soll ich auch noch auf ein Kind aufpassen. Mich ärgert das echt so sehr mit dem mit diesem Entscheidungsmüssen. Lancer Captain Kate sagt, nur mit viel harter Arbeit und Disziplin kann ich so gut werden. Bist du mal ruhig jetzt? Huch. Moment. Wieso ist Mensch, Kind, halt doch mal die Klappe. Wo ist das denn? Das ist draußen, oder nicht?
draußen? Rennt draußen womöglich nur noch einer rum? Aber das Einzige, was ich jetzt noch wüsste, ist da unten der Pool, wo wir die Handtücher gefunden haben und die mitnehmen konnten. Die einzigen sauberen Handtücher im Spiel. Na, das stimmt nicht ganz. Das Institut wäscht anscheinend auch regelmäßig. Das wird aber drinnen angezeigt. Das ist merkwürdig. Ab jetzt wird es schwierig, wieder auf der Pyramide zu patrouillieren. Mäuschen. Du solltest gar nicht patrouillieren. Du solltest mit ferngelenkten Autos spielen oder keiner oder Bücher lesen. Aber mach doch nicht so einen Scheiß. Meinetwegen auch mit dem Nintendo. Keine Ahnung, aber. Hör. Ich bin zum Ritter befördert und kann selbst solche Missionen annehmen. So, jetzt sag mal, wo ist der? Da gab es doch keine... Das ist das Einzige, was ich jetzt noch wüsste hier. Ja, ja, ich höre ihn auch, aber wo? Oder ist der da irgendwo und ich habe es nicht gesehen? Ach, jetzt auf einmal rennt er da lang. Gott sei Dank ist der Hund blöd. Schätzchen, Paladin Dance, wenn du nicht aufpasst, dass jemand nicht irgendwie... Na, also dann, Oh, muss ich jetzt nachladen? Ich bin zu weit weg für meine Knarre. Mensch, jetzt können wir das kneifen. Ja, Moors. Danke. Sagt, dass das Kind noch lebt. Ja? Du wolltest gerade sagen, du warst fantastisch? Das darfst du gerne sagen. Hallo. Das war spannend. Krieg ist kein Spiel, Frischling. Verschwinden wir von hier. Verzeihung, ich bin vor Aufregung ganz überwältigt. Mhm. Wow. Ach, dann war der hier drin. Ich hätte eine Waffe. Proktor Tiegen hat mich nur ausgelacht. Ja, das ist auch gut so, weil sobald du eine Waffe in der Hand hast, okay, wirst du ein potenzielles Ziel, mein Freund. Bald werde ich zum Ritter befördert und kann selbst solche Missionen annehmen. Ja, klar, natürlich. Oh Gott. Diese Verblendung. Da-dam, 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 da-dam. Okay, raus und wieder zurück. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, okay, also bei Kells kriegen wir nur solche Missionen. Das will ich jetzt natürlich nicht. Ich versuche mal Maxon zu finden. Vielleicht hat der was Tiefergehendes. Und wenn ich dann das noch verantworten kann, dass das irgendwas mit dem Institut zu tun hat oder sowas, ist es okay. So wie bei der Railroad. Aber ansonsten... Düsen wir jetzt mal wieder nach Hause. Ins Commonwealth und dann... Yep. Schön wäre es, wenn man das direkt anwählen könnte, ne? Weil jetzt müssen wir gleich nochmal wieder schnell reisen und wir gehen auf die Pridwin und versuchen mal mit Maxon zu reden. Dann könnten wir auch nochmal eben ein paar Blutproben und ein paar Dokumente abgeben. Und wenn wir schon mal auf der Pridwin sind, aber ansonsten denke ich mir mal, war es das dann. Da wir uns ja eben halt für einen entscheiden müssen und es nicht die Bruderschaft sein wird und Miezekatze. Und wahrscheinlich auch nicht, also was heißt nicht wahrscheinlich, aber mich ärgert das bloß, ne? Weil es wird mit so vielen
Opfern wahrscheinlich verbunden sein. Und das finde ich so ärgerlich an der ganzen Geschichte. Aber gut, eigentlich ist es ja so, wie es angefangen hat. Krieg bleibt immer gleich. Und leider, wenn du so viele feindliche Fraktionen hast, werden sie sich kaum friedlich an einen Tisch setzen. Weil jeder hat seine Vorurteile, seine eigene Meinung und will davon auch nicht abweichen. Und da haben wir schon das ganze Problem. Gut, muss ich wohl mit leben, wenn ich einen Shooter spiele. Ja. Und ja, ich drücke mich auch darum. Ich drücke mich auch darum, aber ich habe halt immer noch ein bisschen Hoffnung. Und ich möchte versuchen, für mich, wie gesagt, ein bestmögliches Ende zu erreichen. Auch wenn es einfach nur ein Spiel ist und man Spielstände hat und immer wieder laden kann und das nochmal durchspielen kann und nochmal durchspielen kann und halt mit anderen Wendungen. Aber ich möchte es für mich perfekt haben oder ja, so perfekt, wie es irgendwie geht. So, wo ist Maxen? Ah ja, jetzt müssen wir Kels reden, ne? So, Kind ist wieder da. Bericht. Ich hoffe, der Knappe hat sich wie erwartet geschlagen. Hervorragend. Das Kind nervt. Okay, Entschuldigung, das war gemein. Positiv. Gut gemacht. Unsere Knappen brauchen starke Mentoren, denen sie folgen können. Ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Genau diese Fähigkeiten sollen auch unsere jungen Knappen entwickeln. Möchtest du noch jemanden unter deine Fittiche nehmen? Im Moment nicht. Für sowas habe ich keine Zeit. Wirklich schade. Das Angebot steht, falls du es dir anders überlegst. Gut, das Kind haben wir wieder heil abgeliefert. Maxen könnte in seinem Dings sein. Wir müssen ja sowieso hier aufs Hauptdeck. Hallo, Hauptdeck? Hauptdeck. Wenn wir die Sachen abgeben wollen. Ja, es sind nicht viele, die übrig bleiben. Wobei, wir kennen ja die meisten in der Bruderschaft nicht. Wir kennen nur deren Mentalität. Und ich sag mal so, wenn deren Vorgesetzten schon so reden, dann werden die kaum anders sprechen. Es sei denn untereinander. Ich kann nur sagen, Halen... Achtung! Beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Dokumente historischer, technologischer oder sozialer Natur unverzüglich bei Proctor Quinlan abgegeben werden sollten. Ach, da ist er ja. Unseren jüngsten Informationen zufolge haben Sie das Institut infiltriert und ein wertvolles Holoband in Ihren Besitz gebracht. Ich bin sehr enttäuscht, dass Sie sich entschieden haben, den Signalfänger ohne die Bruderschaft zu bauen, Ritter. Oh. Gleichwohl, Sie haben es in Ihre Anlage hinein und wieder hinaus geschafft, was eines unserer Primärziele war. Daher bin ich bereit, Ihre Fehlentscheidung zu tolerieren. Oh, das ist so lieb von dir. Die unerwartete Beschleunigung unserer Pläne durch Sie führt zu zwei neuen Missionen. Oh, guck mal. Zuallererst sollten Sie Proctor Ingram das Holoband bringen. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil Ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Ja und? Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Überraschung. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Okay, Unterschiede, was? Sie gehen lassen. Unterschiede? Was heißt Unterschiede? Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Ach so. Sie arbeitete zwar für die Stählerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie sie, sich wieder der stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die stählerne Bruderschaft gearbeitet. Okay. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen.
Viel Glück, Ritter. Aus ihrer Mitte. Wie sollen sie überreden? Gut, das heißt, wir haben also jetzt tatsächlich eine weiterführende Quest. Dann gehen wir mal eben noch die Sachen hier ab. Meiner Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtuer ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossenen... Miezekotze! Hast du vielleicht technische Dokumente? Habe ich. Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Nein. Dokumente. Ich habe technische Dokumente für dich. Sicher interessantes Forschungsmaterial. Ich werde es unverzüglich katalogisieren. Hier sind die versprochenen Kronen. Oh, immerhin. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte... Wird aber jetzt wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, Quinlan. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Ja. Also ich sag mal so, der Quinlan ist erträglich. Seine Katze sowieso. Der Doc war, glaube ich, auch noch in Ordnung, ne? Dann haben wir hier ihn hier. Sei gegrüßt, Ritter. Kate schreibt mich doch nicht diensttauglich. Weil den Brandis, dass er mir jetzt Befehle gibt. Ja, den haben wir hier auch hingebracht. Pass auf dem Flugdeck auf, wohin du trittst. Da geht es ganz schön weit runter. Und auf Befehl von Ältester Maxen werden sämtliche Formen von Technologie konfisziert. Proctor Tegan, genau. Kann ich dir behilflich sein? Aber ich glaube, dem habe ich schon alles Wichtige abgekauft. Ne? Ich glaube... Lass mich sehen, was du hast. Gerne doch. Der hat, glaube ich, nichts mehr, was ich brauche. Noch ein Power-Rüstungsgestell, wenn wir noch eins bräuchten. Was kostet das denn? 2500. Ja, nö. Ich glaube ja nicht. Aber ein bisschen Kohle. Wir könnten ihm mal ein paar Sachen... Die brauche ich sowieso nicht. Die Minigun kann er haben. Was kostet die? So, die Planke. Bin ich gleich los. Ansonsten. Habe ich noch irgendwas Billiges, was Kleines? Die kann er haben. Und dann ist gut. Nein. Verdammt, was habe ich mir jetzt gerade gegeben? Warte, Moment, stopp. Das ist auch noch mein Favorit gewesen. So, nein, ich wollte es annehmen. So, jetzt aber Handel bestätigen und das war's. Dankeschön. So, dann geben wir jetzt eben nochmal die Blutproben ab. Wobei ich gar nicht mal weiß, ob sich das überhaupt noch lohnt. Jetzt die 825 für 33 technische Dokumente waren nicht schlecht. Hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja, habe ich. Ja. Oh, was ist damit? Hast du noch mehr von Verbindung X111 hergestellt? Noch nicht. Ich brauche mehr Blutproben, damit ich eine neue Charge herstelle. Ich habe mal so viel auf einmal gegeben. Denk dran, wenn du mir Proben bringst, kann ich die Verbindung herstellen. Na gut. Stopp. Naraya. Hallo? Entschuldigung, gelehrte Naraya. Hast du Blut? Ich habe Blut, ja. Ich habe auch Blutproben. Kannst du mal bitte stehen bleiben, wenn ich mit dir rede? Hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja, hier bitte. Du schlägst dich gut als Einsatzgelehrter. Vielleicht hast du ja den falschen Beruf. Hier, ein paar Kronkorken für deine Main. Okay. Ja, doch ganz nett. Okay, aber nichtsdestotrotz. Gehen wir jetzt zurück ins Institut, ne? Und... Wir sollen ja noch trotzdem weiterhin mit Vater zusammenarbeiten, aber wenn es darum geht, bis auf die Mars-Fusion-Sache fällt mir da jetzt momentan nichts ein. Also ich denke mal, einfach nur keinen Ärger machen würde schon reichen. Und ich denke mal, den machen wir nicht, oder? Obwohl, warte mal, wenn wir eine der Wissenschaftler des Instituts abwerben, könnte das schon Ärger machen. Wir müssen mal gucken, was passiert. Also ich werde vorher nochmal abspeichern, wenn wir mit ihr reden. Du stärkst mir den Rücken, Dance, ich merke das schon. Okay, dann gehen wir wieder raus und wir haben sonst einfach nur noch Kleinigkeiten. Also das Einzige wäre jetzt eben halt wahrscheinlich größere Quests noch von Maxen zu kriegen, aber von Kels kriegen wir nur Einsätze von Quinlan und von Naraya, naja, das Übliche. Und ansonsten,
Müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir jetzt gehen können mit der Bruderschaft. Und dann wäre ja immer noch, wie geht es mit Z114 weiter? Na, wir haben ja jetzt denen ein paar Waffen zukommen lassen, beziehungsweise die vernünftigen Komponenten dafür, um sich selber Waffen zu kaufen. Ach, wir sollen sogar... Wir sollen runter? Was ist das? Ach, Ingram, das Holoband geben. Ja, komm. Ich glaube, wir haben das auch... Haben wir das nicht auf der Railroad schon gegeben? Das ist, glaube ich, kein Vertun, ne? Wenn wir das machen. Oh Gott, ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Hallo? Ich kann jetzt leider nicht runterspringen, weil ich keine Powerrüstung mehr habe. Aber den kurzen Flug schaffen wir zum Glück. Ohne abzustürzen. So, dann geben wir Ingram mal eben... Kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyerlurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Das ist unangenehm. Warte mal, da ist sie ja schon. Ingram. Proktor Ingram. Das Institut möchte, dass ich einen Beryllium-Beschleuniger aus den Ruinen von Mass Fusion hole. Einen Beryllium-Beschleuniger? Ich kann mich erinnern, einmal ein altes technisches Dokument darüber gelesen zu haben, aber ich hielt das für rein theoretisch. Ich dachte, das muss ja verdammt wichtig sein, wenn sie dir den Auftrag geben, es zu suchen. Das wusste ich. Wenn wir sofort zu Mass Fusion aufbrechen, könnten wir vor dem Institut bei dem Gerät sein. Ups. Natürlich nur, wenn du nichts gegen ein wenig Gesellschaft hast. Wir wissen das Angebot zu schätzen, Proktor. Verdammt, ich bin so blöd. Ja, logisch, jetzt haben wir das Institut angeschwärzt. Okay, ja gut, das ist auch kein Problem, aber trotzdem, das wollte ich auch wiederum nicht. Wir dürfen einfach nur diese Mars-Fusion-Geschichte nicht machen. Hey, wir unterhalten uns gerade, nicht wahr? Ja. Warum willst du unbedingt mitkommen? Soll das ein Witz sein? Mass Fusion war Vorreiter auf dem Gebiet der Nukleartechnologie. Und angesichts der Tatsache, dass es in letzter Zeit kaum technische Fortschritte gab, erwartet uns dort eine verdammte Goldmine. Das werde ich mir garantiert nicht entgehen lassen. Wir nehmen es erstmal an, wir werden es aber nicht machen. Oh Gott, oh nein. Na gut. Es wäre gut, wenn du mitkommen könntest. Ich wusste doch, dass du das auch so siehst. Rüste dich vorher noch aus. Wir treffen uns auf dem Flugdeck, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Das könnte unsere beste Chance sein, dem Institut zu vorzukommen. Ja, Blödsinn. Also nicht zum Mars Fusion. Kriegsbeute bekommen. Flieg zum Mars Fusion. Nein! Ach Gott. Gut, das war nicht beabsichtigt. Wir reisen ins Institut und reden mit der Wissenschaftlerin. Wo war das Institut jetzt nochmal? Das ist hier, da. Gut. So, Dance kommt ja sowieso nicht mit. Die Frage ist auch, wie geht es denn da weiter? Und was passiert, wenn die sind so weit sind? Da wird mir wahrscheinlich sowieso alles aus dem Ruder laufen. Ich sag mal so. Den Reaktor hätte ich dem Institut jetzt noch gegönnt. Die Frage ist, es läuft sowieso aber alles auf einen Krieg anscheinend wieder hinaus, den ich leider nicht verhindern kann. Und dementsprechend würde sich das sowieso schon wieder relativieren. Wenn wir jetzt fürs Institut nach Mars Fusion gehen und den Beryllium-Beschleuniger holen, dann haben wir uns das mit der Bruderschaft vertan. Wenn wir jetzt mit Ingram uns bei Mars Fusion treffen, dann wird das Institut wahrscheinlich, warum auch immer, plötzlich nicht mehr als erstes da sein, sondern die Bruderschaft. Und dann werden wir uns das mit dem Institut vertan haben. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist. Also egal, was wir jetzt tun, wir würden eine Fraktion sowieso von Kopf stoßen und dementsprechend versuchen wir jetzt erstmal eben Dr. Lee zu finden. Warte. Nein. Das wollte ich eigentlich machen und genau deswegen habe ich nämlich gedacht, aber sie ist ja halt sofort darauf angesprungen.
Wir sollten ihr das Holoband geben. Na gut. Was soll's. So, Dr. Lee. Haben wir die womöglich schon kennengelernt? Die sind ja am Anfang sehr viel rumgegangen. Advanced Systems, okay. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Okay, ich muss mir mal eben kurz meinen Tee fertig machen, Entschuldigung. Ich habe mehrere Projekte laufen, aber ein weiteres dürfte noch passen. Okay. Dann mal eben schnell speichern und dann reden wir mal mit ihr. Entschuldigung, Dr. Lee. Du schon wieder? Was ist es denn diesmal? Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Ups, was hatten wir nochmal getan? Du bist doch die Wissenschaftlerin. Warum denkst du, dass ich hier bin? Hm, mal sehen. Ein Luftschiff der Stählernen Bruderschaft taucht auf. Du findest einen Weg, unser Teleportersignal zu kapern. Und jetzt stehst du vor mir. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Meine Leute. Ich fühle mich schon seit fast 10 Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Ich würde dich nicht... Was? Warum sollten wir dich töten wollen? Ich habe ziemlich heikle Arbeiten für die Stählerne Bruderschaft erledigt. Lyons hat mich zwar gehen lassen, aber es gab einige, die meinten, ich wüsste zu viel. Deshalb bin ich zum Institut gekommen. Es war der einzige Ort, an dem ich mich sicher vor der Bruderschaft gefühlt habe und an dem ich weiter forschen konnte. Hm. Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Bist du glücklich hier unten? Man sollte doch meinen, dass modernste Laborausrüstung und die Gesellschaft der größten Genies, die die Welt je gesehen hat, ausreichen sollten. Das Problem ist nur die fehlende Transparenz. Ich glaube nicht, dass wir alles erfahren, was hier unten passiert. Was hat das damit zu tun, worüber wir reden? Hm. Wenn wir sie herausholen, ist sie nicht in Gefahr, wenn es hier einen Aufstand gibt, ne? Die Bruderschaft braucht deine Hilfe. Braucht meine Hilfe? Wieso? Sie schienen alles im Griff zu haben, als ich ging. Ja, schätzen Sie sie wahrscheinlich eher nicht. Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals riskieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Keine Ahnung. Vertrau mir. Nein, sollte sie auch nicht. Ich geb's auf. Was wäre nötig, um dich zu überzeugen? Okay. Spielen wir dein Spielchen. Oh ja. Ich hatte einen Kollegen hier unten, einen Dr. Virgil. Ja? Vor ein paar Monaten gab es einen Unfall in seinem Labor, bei dem er getötet wurde. Nein. Ich wollte bei der Untersuchung helfen, aber Vater hat das Labor versiegeln lassen und behauptet, es wäre kontaminiert. Nein. Der Vorfall hat mich nie losgelassen. Und je mehr Fragen ich gestellt habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass Vater ihnen ausweicht. Wenn du mir verlässliche Informationen darüber bringst, wie Virgil gestorben ist, sehe ich das als Gefallen der Bruderschaft und ziehe dein Angebot in Erwägung. Na, da gibt es eine schöne Nachricht für dich. Ich weiß, das wird ein Schock sein, aber Dr. Virgil lebt noch. Ich habe ihn persönlich getroffen. Ach, bitte.
Glaubst du wirklich, so ein billiger Trick funktioniert bei jemandem wie mir? Hör auf, dich mit Lügen um die Arbeit zu drücken. Entweder beschaffst du mir die Beweise oder wir haben nichts weiter zu bereden. Abgemacht? Ich habe schon etwas, das dich überzeugen könnte. Wie hast du... Vergiss das. Zeig mal her, was du da hast. Hier, nimm. Ein Holoband. Ich hoffe sehr, dass das keine Zeitverschwendung ist. So, guckt, hört sie sich das jetzt an? Guckt sie sich das jetzt an? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach. Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also, gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Sie haben mich belogen. Mhm. Sie haben mich belogen und ich habe nicht mal gemerkt, wie weit die Lügen gehen. Mhm. All die Jahre der Treue. Für nichts. Es tut mir leid, Lee. Aber in dem Fall... Ganz egal, wie sehr es schmerzt. Du musstest die Wahrheit erfahren. Und dafür danke ich dir. Ich bin ins Institut gekommen, um Abstand zur Bruderschaft und zur ganzen Welt zu gewinnen. Ich wollte einfach in Ruhe forschen. Das verstehe Vater ich. Nahm mich auf und gab mir Zugang zu Technologie, von der ich nicht mal zu träumen gewagt hatte. Ich war arrogant und stumpfte mit der Zeit immer mehr ab. Ich dachte, das Institut will etwas zum Wohl der Menschheit tun. Vielleicht auf eine eigene, etwas verdrehte Art, aber immerhin. Aber jetzt weiß ich, dass alles vergebens ist, wenn man den Leuten, für die man arbeitet, nicht trauen kann. Wenn sie wegen Dr. Virgil gelogen haben, wer weiß, worüber sie noch gelogen haben oder was sie wirklich mit meiner Arbeit anstellen wollen. Ich werde zur Bruderschaft zurückkehren, aber ich muss das allein machen. Ich kann nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Alles klar. Tut mir für sie eigentlich auch ein bisschen leid, weil sie war bei der Bruderschaft nicht glücklich und jetzt hier dieser Verrat. Eigentlich wäre sie außerhalb besser dran, so wie Virgil sich dann abgesetzt hat. Ne? Es ist echt doof. Aber auch das Institut will das nur für sich selber. Die denken nicht mal annähernd daran, das für die Leute da draußen zu machen. Im Gegenteil, sie wollen ja eher dann die Leute noch oder das draußen für sich ausnutzen und ansonsten wollen sie nichts damit zu tun haben. Eigentlich sind sie wieder wie die Bruderschaft. Die lassen auch von außen nichts an sich ran. Ja gut, dann haben wir das auch erledigt. Oh Mann. Ach so, nee, war da falsch. In die Richtung, naja. Gut, dann können wir wieder raus. Dann kommen wir wieder zu Maxen zurück und... mal ganz kurz gucken... Maxen Bericht erstatten. Und wir haben immer noch... Oh nein! Oh nein, 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 nein. Gut, vielleicht machen wir das einfach nicht. Warum sollen wir ihr das Hologramm mit den verschlüsselten Institutsdaten geben? Benutzen die das nur, um das Institut anzugreifen? Vielleicht sollten wir es also sowieso lassen. Und selbst wenn wäre Ingram jetzt sowieso nur bei Mars Fusion und dann würden wir die Quest weiterführen und das wollen wir nicht. Also werde ich wahrscheinlich die beiden Quests hier vergeigen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder zu Maxen zurück. Das wollen wir ja sowieso nicht machen hier, denen darüber berichten. Und... reisen wir erstmal wieder zurück zu Pritwin. Und da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Machen wir das so. Also ich mache jetzt hier kleine Babyschritte im Spiel, das ist mir schon vollkommen klar. Aber es ist jetzt auch wahnsinnig sensibel, jetzt hier nichts Falsches zu machen. Ich sage für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch, Lissy. Macht's gut, ihr Lieben.